Hallo, oh, das ist jetzt, glaube ich, das fünfte Mal, dass ich diese Episode spiele. Immer geht bei den Aufnahmen etwas schief. Entweder es kommt kein Ton oder oder ja. Ich wäre jetzt eigentlich schon bei Episode 6. Ja, seht ihr? Das hätte ich eigentlich auch schon fertig, aber. Und ich habe nur noch einen Replay. Und ich musste mir etwa drei Replays kaufen. Ach du meine Güte. Das geht mir jetzt so auf die Nerven. Ich habe vor dem Unterricht ein bisschen Zeit, diesen Lisa, da würde ich gerne näher kennenlernen. Ich werde mich mal mit ihm unterhalten. Hey, hallo, du bist. Doch, Shirone, oder? Ich bin Peggy. Ich bin verantwortlich für die Schülerzeitung. Hallo. In diesem Part werde ich nicht viel reden, sondern mehr Swidamoris machen, weil ich schnell fertig sein muss. Also, du sollst nachts ein Gespenst in der Schule gesehen haben und du hast dann selbst Nachforschungen gestellt. Kannst du mir was darüber erzählen? Was denn? Hast du was herausgefunden? Weißt du, wer das war oder was da nachts los ist? Nein, überhaupt nichts. Ich habe mir nur irgendwas eingebildet und mich dann in die Idee reingesteigert. Wirklich, ich hoffe, du verheimlichst mir nichts. Früher oder später finde ich die Wahrheit doch raus. Nein, echt nicht. Ja, ich habe Lauschen, tata, ja, sieben. Sag jetzt, ihr könnt selber lesen. Ich möchte das so schnell wie möglich beenden. Nathaniel, ich warne dich. Wenn diese Sache nicht schnell geklärt wird, musst du nicht nur nachsitzen, sondern wirst der Schule verwiesen. Oh, die ist ja vollkommen außer sich. Was ist wohl passiert? Warst du da? Du hast al also alles gehört? Nein, ich bin nur gerade vorbeigekommen und da habe ich die Direktorin gesehen. Sie ist wohl etwas wütend. Jemand hat Akten aus dem Lehrerzimmer gestohlen. Und dieser jemand warst du? Natürlich nicht, aber das Lehrerzimmer ist immer abgeschlossen und ich bin der einzige Schüler, der einen Schlüssel hat. Verstehe. Mein Schlüssel ist verschwunden und die Direktorin glaubt, ich habe damit was zu tun. Kann man ja auch verstehen. Aber ich kann überhaupt nichts dafür. Jemand hat mir meinen Schlüssel gestohlen und danach die Akten geklaut. Weiter. Wenn ich das nicht schnell in Ordnung bringe, fliege ich von der Schule. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Sollen wir uns mal im Lehrerzimmer umsehen? Vielleicht finden wir ja was. Nein, ich habe ja keinen Schlüssel mehr und außerdem darf ich nicht mehr herkommen, solange das Ganze nicht geklärt ist. Gut, dann werde ich mal sehen, was ich machen kann. Danke, Shione. So schnell wie möglich. Hallo Shirone, kennen wir uns? Wir müssen jetzt ein paar Leute treffen und so. Nein, ich bin Melody. Nathaniel hat mir von dir erzählt. Echt? Wann? Was war? Echt? Wann? Was hat er denn gesagt? Haha, das war kurz nach deiner Ankunft. Ich helfe ihm manchmal bei seinem Papierkram. Ach so, gibt es mehrere Schülersprecher? Nein, ich bin bloß Klassensprecherin. Aber ich helfe ihm trotzdem hin und wieder. Ah, verstehe. Weißt du schon, was mit dem verschwundenen Schlüssel? Ja, das ist schlimm, oder? Ich frage mich, wer das gewesen sein könnte. Ja, ich auch. Aha. Hallo, ich bin Shirone. Ich bin Carla Shirone. Hihi. Du bist Shirone. Du bist also Punkt, Punkt, Punkt. Amber hat mir schon von dir erzählt. Und wieso? Ach, ist ja auch egal. Ich suche einen Schlüssel. Hast du vielleicht einen gesehen? Einen Schlüssel? Nö. Wir müssen in dieser Episode so eine Sherlock-Pfeife finden. Dann gibt es, glaube ich, irgendwas extra exklusiv Kleidungsstück oder so. Hast du schon gehört? Nathaniel sitzt in der Patsche, weil er den Schlüssel vom Lehrerzimmer verloren hat und dort was geklaut wurde. Nun habe ich doch nichts mit zu tun. Wartet mal. Ja, es ist immer noch gleich wie. Ja, hier seht ihr, Lei habe ich auch schon. Nur in Episode 6, der taucht noch öfter auf, also.
Bist du jetzt nicht zufrieden? Ach ja, wir müssen uns bei Castiel unbeliebt machen, damit wir das Date garantiert mit Lisander bekommen. Auch wenn ich das Bild schon habe. Ihr wollt es ja auch sehen. Also, ja, er geht mir zwar auf die Nerven, aber solange ich nichts mit dem zu tun haben muss, geht's. Tata. Wir müssen ihn noch treffen. Tata. Ja. Ist mir auch egal. Ja, ich helfe dir gern dabei, den Schlüssel zu suchen. Hast du vielleicht eine Idee, wo er sein könnte? Blablabla. Wenn ihn mir jemand gestohlen habe, habe ich natürlich keine Ahnung, wer es sein könnte. Ich lasse ihn immer in der Schülervertretung, wenn ich hier bin, und ansonsten habe ich ihn in der Tasche. Und wie konnte er dir von der Nase weggeklaut werden? Keine Sorge, war. Pass du denn nie auf deine Sachen auf? Das frage ich mich auch. Ich versuche Nathaniel dabei zu helfen, den Schlüssel vom Lehrerzimmer wiederzufinden. Hast du ihn vielleicht gesehen? Würdest du es mir sagen, wenn du es wüsstest? Okay, ich frage nicht weiter. Okay? Sorry, sorry, sorry. Hey du, wir kennen uns noch nicht, oder? Bist du nicht die Kleine, die vor ein paar Wochen angekommen ist? Ja, ich bin Shirone. Ich bin Kim. Bis demnächst, Kleine. So klein bin ich auch wieder nicht. Nö, sorry, hab keinen Schlüssel gesehen. Okay, danke trotzdem. Und warum so jung bin ich auch wieder nicht? Ja? Hallo, ich bin Shirone. Hallo, hey, ich bin Viola. Ich suche einen Schlüssel, hast du zufällig einen gesehen? Nein, sorry, ich habe nicht drauf geachtet. Okay, danke trotzdem. Ich habe immer noch keinen Schlüssel gesehen, falls du das willst. So. Komm, sag schon die Wahrheit, ich bringe. Bla, bla, bla. Wo ist Lysander? Ich darf darüber nicht sprechen, sag schon. Lisander, ach hier, wir haben uns vor ein paar Tagen getroffen, weißt du das noch? Ja, wir kennen uns schon eine Weile. Ja, tata, es war Amber. Ach ja, die Sherlock-Pfeife, die habe ich schon fast wieder vergessen. Tata, ja. Sherlocks Pfeife, wo bist du? Hier, bist du hier irgendwo? Irgendwo? Nee. Du gehst mir echt auf die Nerven. Ja, wir gehen ihm auf die Nerven. Sherlocks Pfeife, ich möchte ein exklusiv Kleidungsstück. Hier vielleicht? Nein, hier haben wir schon gesucht. Hast du vielleicht eine Idee? Jemand, der was. Nein, das würde er nicht tun. Denkst du dabei an Castiel? Ja. Da. Sherlocks Pfeife. Where are you? Ja, vielleicht hast du den Schlüssel gefunden. Ja, hier, bitteschön. Du. Okay. Wie lange nehmen wir schon auf? 8 Minuten. Ich habe diese Episode schon fast fertig. Ah, krass. Und ja, okay, alles klar. Hier vielleicht. Sag mal, ich habe mich gefragt, ob du vielleicht Rosalia kennst. Rosa, klar. Seid ihr zusammen? Ist das deine Schwester? Habt ihr ein enges Verhältnis? Das ist jetzt. Ich bin noch nie bei diesem Dialog reingekommen. Seid ihr zusammen? Ist sie deine Schwester? Habt ihr ein enges Verhältnis? Was? Natürlich nicht. Ja. Aktenschrank, nein, total. Bei den Tischen suchen. Sofa, weiter suchen. Ja.
Tada. Das hätte böse gehen können. Dann hätte ich jetzt ein echtes Problem schließen. Ja. Tut mir leid, dass ich jetzt einfach so alles durchschnipsle. Aber ich denke, ihr habt auch schon andere Let's Plays gesehen. Aber nein, überhaupt nichts. Und ihr wisst sicher, um was es so geht. Denn diese ersten Episoden schaut ja eh niemand an. Ach, ich bin da nur am Rumklicken. Okay, jetzt können wir das Date ja nur mit Lisander haben, eigentlich. Da, keine Ahnung, kann sein, tada. Ach Gott, und was ist mit dem Armand? Nein, da, ta. Es gehört Emma. Ja, und hier gibt sie alles zu. Naja, gibt sie alles zu. Sie redet mit ihren Freundinnen und hat sich selbst verraten und so. Sie rennen weiter miteinander, tada. Und jetzt entdeckt sie uns und fragt, ob wir sie belauscht haben. Ärger, sie wird Ärger kriegen, wir petzen. Er ist beinahe Daniel, na und, das geht dich nichts an, trotzdem, tada. Tada. So. So, dort. Ja, tut mir leid. Tyrone, kannst du versuchen, den Umschlag mit den Arbeiten zu finden? Ich muss mit Amber reden. Ja, klar. Ja, was denn? So, okay. So, Punkt, Punkt, Punkt. Also, der Satz ging ab so. Falls Liebenswürdigkeit mal irgendwo im Angebot sein sollte, solltest du dir mal welche kaufen oder so. Haha, manchmal bist du echt witzig. Okay. So, die arbeiten. So, nein. Aber danke für dein Interesse. Ja, wir geben ihm die da, tada. Verstehe, aber du hast recht. Ta-ta. Ta-ta. Was müssen wir jetzt machen? Die Sache mit den Arbeiten hat sich aufgeklärt. Die Lehrer haben sie wiedergefunden. Ta-ta. Was jetzt? Jetzt sollte eigentlich das Schlussbild kommen. Wow, 13 Minuten. Ich glaube, ich hänge hier jetzt in der Episode fest oder so. Oh, wir APs verbraten hier. Stimmen 100? Kann das sein? Ach so. Das ist mein Notizblock. Ja, hier bitte. So, tada. Ja, jetzt soll die Episode fertig sein. So. Das hier. Bestätigen. So, tada. Was? Das wirst du bereuen. Lisandra ist. Hier, man ist selbstverantwortlich für das, was man tut, mein Fräulein, und man sollte zu seinen Taten stehen. Schlussbild anzeigen. Schaut euch an, wie süß. Okay, danke für deine Hilfe. Bitte, ich mische mich nicht gern ein, aber es sah ganz so aus, als bräuchtest du Hilfe. Bravo, tata.
Ja, weil. Okay, ich mache das hier auch noch mit. Dann haben wir es hinter uns. Eigentlich mache ich das nicht wirklich. Ich werde mich einfach durchklicken, da ja eh fast niemand meine Videos schaut. Ja, was denn? Wisst ihr was? Alle meine Abonnenten können mich wieder entabonnieren, falls ich überhaupt welche habe. Aber das macht mir echt Spaß. Ich werde jetzt mich einfach so durch die Episode durchklicken. Heute bin ich auch nicht so motiviert. Boah, denn ich war so schlecht in der Schule. Ich hatte eine. Eine. Wenn man es in Deutschland nehmen würde, wäre es eine 3, glaube ich. Warte schnell. Die 1 ist bei uns in der Schweiz eine 6. Die 2 eine 5. Und die 3 wäre eine 4. Ja, ich hatte eine 3. In Mathe. Schlecht, oder? Was ist hier los? Ups, jetzt seht ihr mich. Nicht anschauen, nicht anschauen. Was ist denn hier los? Naja, mach mir das halt noch mal schnell so. Weiter. Ja, alles klar. Danke, bis bald. Episode 6 beginnen. Da. Er hat sich mit seiner Freundin gestritten. Sie ist Rosalia. Tata, danke. Gespräch beenden. Tata, tata. Ta, und warum? Tata, tata. Okay, verstehe. Tata. Ach, Verhältnis. Das tut mir so leid. Kastiel. Tut mir so leid. Wusstest du, dass Rosalia mit dem Jungen. Ich klicke mich jetzt durch die Episode. Ach ja, wir müssen zu Lage gehen. Ja, habe ich. Tata, tata. Lisander, so, tata. Gespräch beenden. Die Stadt. Jetzt wieder. Geld verbraten. Denn ich habe das Ganze alles schon einmal gekauft. So, hast du Rosa gesehen? Ja. Ta-ta-ta. Schon klar. Ta-ta. Ja. Ja. So. Ja, hier, tata. Danke, echt nett von dir, das, tata. So, tata. Es interessiert hier wahrscheinlich eh keinen, was die da sagen. So. Neue Aufgabe finden. Wir müssen in den Garten. Dann bekommt sie eine Idee. Ja, gute Idee. Jemandem dem Freund ausspannen ist ja nicht gerade nett, also. Versöhnen wir sie, auch wenn das Minuspunkte beileihe gibt, aber ja. Nein, ich habe wirklich nichts. Ja, warum fragst du?
Wow, ich hätte nicht gedacht, dass jemand wie du schon mal eine Freundin hatte. Und warum bist du dann nicht mit ihr zusammen? Verstehe. Warum diese Sachen gehen dich nichts an? Ich weiß gar nicht, warum du mich fragst. Vielleicht finden wir irgendwo Lysander, damit wir mit ihm reden können. So. Ist hier niemand? Kannst du später nochmal wiederkommen? Ich habe gerade viel zu tun. Ja, ich kann später nochmal kommen. Ich soll dir was von Leid geben. Tada, tada, tada. Aha. Wegen dem Blumenstrauß. Ja, es hat sich gefreut. Sprich mit Kasten. Also, grummelt. Also, er braucht die von Butterfly Quality. So. So, tata. Ja, deine Seiten. Tata, tata. Tata. Ja, tata. So. Warte, ich finde man. Ja, war ja klar. Ups. Ach ja, wir müssen ja in die Stadt und mehr Zeugs und so kaufen. So, wir springen jetzt einfach den Scheiß. So, tada, tada. Warum haben wir es behalten? Was? Auch egal. Ein Foto? Aha, okay. Ich hätte gern. Ja, hier ist das Foto von Lysander. Tata. Weiter. So. Boah, auch egal. Ziehen wir halt das mal an. Hier, bei den Kleidern. Viktorianische Stiefel dazu. Und das war's. Wie lange hatten wir? 24 Minuten, ohne viel Gebrabbel und Vorlesen. Ja, war ja schon klar. Episode 7, machen wir das noch? Nein, nein, sonst gibt es zu ein zu großes Gemuschel. Ja. Warum? 6, 16, 24, 23 minus 10. Naja, so schlimm sieht es gar nicht aus. Aber immer noch schlimm. Also, bye bye, Leute.